Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zum dritten Einführungsvideo. Dieses Video soll vor allen Dingen unerfahrenen Spielern dienen und helfen, die einzelnen Partieabschnitte zumindest von der Theorie her besser kennenzulernen. Es ist aber keine Schachschule, um das gleich klar zu sagen. Die ersten Lektionen, die ersten Trainingsstunden, die beziehen sich ganz sicher nicht auf die Eröffnung. Ein Schüler, ein Kind, wenn es anfängt zu lernen, muss zuallererst die Wertigkeit der Figuren und die Gangart der Figuren kennenlernen und die allerwichtigsten Motive, wie man matt setzt mit Turm, wie man matt setzt mit Dame, was ein banaler Angriff auf eine gegnerische Figur bedeutet, was Fesselung, Doppelangriff, Springergabel und so weiter bedeuten. Kurzum, die wichtigsten taktischen Motive, das ist, womit man sein Schachtraining beginnt, und erst später dann kommt die Eröffnung dazu. Wie läuft nun im Allgemeinen eine Schachpartie ab? Welche Partiephasen gibt es und was gibt es in den einzelnen Partiephasen zu beachten? Um es vorwegzunehmen, das ist ein unglaublich komplexes Thema. Viel Erfahrung, viel Training ist notwendig. In Büchern, in DVDs kann man lernen oder eben tatsächlich mit Trainern. Ich will trotzdem versuchen, die allerwichtigsten Punkte zu nennen. Die Eröffnung dient vor allen Dingen dazu, die Figuren, die in der Ausgangsstellung eigentlich noch überhaupt keine Drohungen aufstellen, besser aufzustellen. Es gibt dabei ungefähr fünf wichtige Regeln, fünf wichtige Prinzipien, die es zu beachten gibt. Erstens, man soll in der Eröffnung wenig Bauernzüge nur machen. Oft reichen zwei oder drei Bauernzüge aus, damit anschließend die ganzen Figuren, Läufe, Springer und so weiter entwickelt werden können. Zweitens, die Figurenentwicklung soll so passieren, dass möglichst viel Einfluss auf das Zentrum genommen wird. Die Zentrumsfelder D4, E4, D5, E5, das ist die Mitte, und das Zentrum zu beherrschen ist ganz, ganz wichtig. Nach Möglichkeit sollen die Figuren schnell entwickelt werden. Das heißt, nach Möglichkeit soll jede Figur nur einmal in der Öffnung gezogen werden, um nicht unnötig viel Zeit zu verlieren. Für die Dame ist es wichtig, sie nicht zu früh zu entwickeln. Sie könnte von den gegnerischen Leichtfiguren, von den gegnerischen Bauern doch allzu oft angegriffen werden und wieder zurückgeworfen werden, was auch wieder Zeit kostet. Und fünftes wichtiges Prinzip, der König soll in Sicherheit gebracht werden. Das passiert in der Regel durch eine Rochade. Und idealerweise sollen auch alle Figuren ins Spiel gebracht werden. Allzu oft sieht man eben doch, dass ein Angriff auf die Gegnerstellung zu früh erfolgt, dass ein oder zwei Figuren im eigenen Lager noch überhaupt nicht gezogen haben und das in der Regel dann oft dann eben auch zu früh ist, dann mit einem Angriff zu beginnen. Wenn wir das allerdings ordentlich gemacht haben, dann kommen wir mit einer etwa ausgeglichenen Stellung im Mittelspiel an. Und jetzt wird es erst richtig kompliziert. Wie finden wir jetzt den richtigen Plan, die richtige Strategie, die richtigen Manöver? Allein die Kenntnis der taktischen Elemente, also Doppelangriff, Gabel und so weiter, reicht noch nicht aus, sich zurechtzufinden. Obwohl in den meisten Partien, gerade in den unteren und mittleren Spielstärken, die Partie letztendlich durch taktische Motive entschieden wird, zu unseren Gunsten oder auch zu unseren Ungunsten, es passieren eben auch immer wieder Fehler. Man kommt aber über eine bestimmte Spielstärke einfach nicht hinaus, wenn man sich nur auf seine taktischen Fähigkeiten verlässt. Man muss also einen Plan finden, und um einen guten Plan oder einen guten Zug zu finden, muss zuallererst die Stellung beurteilt werden. Was haben wir auf dem Brett? Wir haben Bauern auf dem Brett, wir haben Figuren auf dem Brett und wir haben noch etwas auf dem Brett, und das vergisst man leicht, und Anfänger rätseln oft, was soll das? Wir haben auf dem Brett auch noch
leere Felder. Und das ist auch ganz wichtig. Für alle diese drei Dinge, Bauern, Figuren und Felder, müssen wir analysieren, haben wir Stärken, haben wir Schwächen, haben wir schwache Bauern in unserer Stellung, haben wir vielleicht starke Bauern, die wichtige Felder abdecken in unserer Stellung, haben wir schwach stehende Figuren, haben wir gut stehende Figuren, haben wir Felderschwächen in unserem Lager oder gibt es vielleicht Felderschwächen im gegnerischen Lager schon? Auch auf die gegnerische Stellung müssen wir diese Analyse ausdehnen. Hat der Gegner vielleicht schwache Bauern, die uns Angriffsmarken bieten und so weiter und so fort. Und diese Dinge verändern sich natürlich auch mit jedem Zug. Dann müssen wir eventuell unsere Pläne abändern oder umstellen. Die alten Schachschulen haben immer gelehrt, aus der Stellungsbeurteilung folgt dann der eigentliche Plan. Aber das ist aus meiner Sicht ein bisschen missverständlich. Aus einer Stellungsbeurteilung folgt eigentlich in den meisten Fällen jedenfalls nur ein Zug. Natürlich gibt es Strategien, die sich wie ein roter Faden durch das ganze Mittelspiel ziehen und die dann vielleicht in einer Mattkombination oder in einem technisch gewonnenen Endspiel ihre Krönung erfahren. Solche Partien sollte man auch kennen und auch analysiert haben, gar keine Frage. Aber die Praxis zeigt, dass es den einen und einzigen und besten Plan eben doch oft nicht gibt und dass eine Partie aus im Grunde vielen, vielen Mini-Plänen besteht, die mehr oder weniger erfolgreich umgesetzt werden und immer wieder angepasst werden müssen an die neuen Gegebenheiten der Stellung. Ich teile für meine Schüler daher das Mittelspiel in drei Abschnitte ein. Und das Motto des ersten Abschnittes, der sich also unmittelbar an die Eröffnung anschließt, der Miniplan für diesen ersten Abschnitt sozusagen, der heißt Kampf um das Zentrum. Und meistens dreht es sich bei diesem Kampf um das Zentrum zunächst mal um einen Bauernvorstoß. Die Figuren haben wir ja, beziehungsweise sollten wir ja eigentlich in der Eröffnung schon einigermaßen gut und aktiv aufgestellt haben. Dieser Bauernvorstoß, den ich meine, der kann natürlich auch schon in der Eröffnung vorweggenommen sein und sozusagen schon am Brett stehen und schon das Thema dieser ersten Phase des Mittelspiels sein. Mit diesem Bauernvorstoß kämpfen wir dann um Raumvorteil oder wenn zum Beispiel Bauern abgetauscht werden, kämpfen wir darum, mit einer Figur das Zentrum zu besetzen. Und wer diese erste Phase dieses Mittelspiels, diese wichtige Phase, besser spielt, der hat, wie wir Schachspieler dann sagen, der hat die Initiative. Das heißt, er drückt dem nächsten Spielabschnitt seinen Stempel auf. Er stellt Drohungen auf und der Gegner muss reagieren, der Gegner muss verteidigen. Und dann folgt der zweite Abschnitt und der steht unter dem Motto Eindringen in die gegnerische Stellung. Jetzt müssen wir versuchen, eine unserer Figuren nach Möglichkeit dauerhaft im gegnerischen Lager so zu platzieren, dass sie nicht mehr gut zu vertreiben ist. Und den Weg dahin zeigt uns erneut eine Stellungsbeurteilung, eine ausführliche Stellungsbeurteilung. Auch hier gilt es wieder, Bauern, Figuren und Felder genau zu inspizieren. Hier kommen jetzt Fragen des Abtausches von Figuren, der Kampf um eine offene Linie, Besetzung von Vorpostenfeldern für Springer meistens oder für Läufer und ähnliche Dinge. Das sind die typischen Themen, die in dieser Partiephase eine große Rolle spielen. Der Verteidiger setzt in dieser Phase in der Regel auf taktische Ressourcen jedweder Art. Also er kann versuchen, mit Fesselungen, mit Gabeln, mit Mattdrohungen unsere Pläne zu stören. Oder manchmal aber auch gelingt dem Verteidiger durch Vereinfachung, durch Abtausch, eine gute Verteidigung, denn man muss sagen, auch wenn wir
diesen Abschnitt erfolgreich hinter uns bringen. Wir haben immer noch keinen gewinnbringenden Vorteil uns erarbeitet dann. Das sind nur kleine Vorteile, aber es reicht in der Regel noch nicht zum Gewinn aus. Es folgt dann der dritte Abschnitt und diesen Abschnitt nenne ich die Kombination. Diese Kombination, die entweder zu einem sofortigen Matt oder aber zu einem Materialgewinn führt, den wir dann im Endspiel verwerten können, mehr oder weniger leicht eben. Auf jeden Fall hat jetzt im dritten Abschnitt des Mittelspiels unsere Stellung die Stärke, die Durchschlagskraft erreicht, die wir brauchen, um entweder direkt Material zu gewinnen oder eben nach einem kurzfristigen Opfer das gewonnene Material mit Zinsen zurückzugewinnen. Erneut müssen wir eine Stellungsbeurteilung vornehmen. Ganz, ganz wichtig, sonst finden wir nicht die richtige Fortsetzung. Und diese Kombination müssen wir auch fehlerfrei aufs Brett bringen. Das ist auch ganz wichtig. Wenn die Kombination ein Loch hat, dann eröffnet es dem Verteidiger natürlich gute Gegenchancen. Das ist ganz klar. Im Übrigen kann auch der Verteidiger immer noch hoffen, dass, wenn er nicht gleich matt gesetzt wird, dass das Endspiel, was vielleicht sich anschließt, dass in diesem Endspiel vielleicht doch noch mal Remischancen auftauchen. Diese drei Abschnitte jedenfalls findet ihr, wenn ihr genau beobachtet, in ganz, ganz vielen Partien. Im zweiten Trainingsvideo werde ich noch einmal ganz konkret darauf eingehen, anhand einer Partie, die ich erst vor einigen Tagen gespielt habe. Durchsetzt ist dieses ganze Mittelspiel aber noch von ganz vielen taktischen Motiven, die uns an der Umsetzung der Pläne stören können, aber natürlich auch hilfreich sein können, um unsere Ziele eventuell schneller zu erreichen. Das sind zu nennen natürlich wiederum Gabeln, Mattdrohungen, Doppelangriffe, Freibauentaktik, Läuferopfer auf H7 zum Beispiel. Ne? Das ist ein Läuferopfer auf H7 ist ein taktisches Motiv, ist kein strategisch herausgespieltes Motiv. Das ist in der Regel ein taktisches Motiv, was vom Gegner, naja, heutzutage eben dann doch auch immer noch oft übersehen wird. Ich habe ja schon gesagt, dass sehr viele Partien durch Taktik entschieden werden. Leider muss man sagen, hilft uns die beste Strategie nicht, wenn wir einen taktischen Fehler begehen und zum Beispiel eine gewinnbringende Fesselung oder gar eine Mattdrohung des Gegners übersehen. Dann ist leider die Partie oft nicht mehr zu retten. Das Erlernen der taktischen Elemente, da ist daher auch sehr, sehr wichtig, logisch. Wenn es zu einem Endspiel kommt, müssen wir oft dann nur noch durch saubere Technik unseren Vorteil verwerten und zum Beispiel einen Freibauern in eine Dame verwandeln. Manchmal allerdings sind Endspiele noch alles andere als leicht zu spielen. Ja, manchmal muss man sogar eine eigene Endspielstrategie nochmal entwerfen, um sich zurechtzufinden. Um es kurz zu machen, drei Punkte spielen in solchen Endspielen dann noch eine wichtige Rolle. Erstens die Zentralisierung des Königs, zweitens die Bildung und Umwandlung von Freibauern und drittens der Angriff auf ungedeckte Bauern des Gegners. So laufen also viele Schachpartien ab, natürlich auch Chess960-Partien. Das Ganze ist natürlich vereinfacht. Und es gibt sicher noch sehr viele Aspekte, auf die man eigentlich viel detaillierter eingehen müsste. Das ist aber wirklich nicht Sinn dieses Videos. Dafür gibt es Bücher, DVDs oder andere Trainingsmöglichkeiten. Kommen wir nun zum ersten Trainingsvideo. Endlich geht's los. Chess960 live aus dem Stadion sozusagen. Viel Spaß!